In diesem Video möchte ich nochmal etwas Besonderes zeigen, nämlich wie man die Raumgeometrie auch an geneigte Dachflächen anpassen kann. Wir haben ja zunächst einmal bei einem erstellten Raum, wenn wir da mal STRG 3 drücken, einen Quader. Ich kann jetzt auch nicht mit irgendwelchen geometrischen Tools, die in der Padpalette vielleicht zur Verfügung stehen, dieses Ding ändern. Also ich kann jetzt hier nicht einen Punkt einfügen und den dann verziehen oder so etwas. Das heißt, wir haben einen Kubus, ob wir nun wollen oder nicht zunächst einmal. Und das kann man aber trotzdem herstellen. Dazu braucht man natürlich eine Dachfläche. Über das Dachwerkzeug selber spreche ich in einer anderen Lehreinheit. Und zwar in der Lerneinheit BIM 08 Dachwerkzeug und Gefälledämmung für Flachdach. Dort gebe ich eine Einführung, wie das Dachwerkzeug funktioniert. Wir werden es aber gleich auch benutzen und sehen, dass es sowieso nicht so kompliziert ist. Also zunächst mal noch eine Kleinigkeit, die ich noch kurz besprechen wollte, wie man jetzt einen Raum noch modifizieren kann in der horizontalen. Also wenn ich jetzt eine Konzeptstudie mache, wo ich Raumflächen ausweise und irgendwie schon eine Fläche habe, die die richtige Fläche hat, aber die Geometrie noch nicht passt, also das Ganze soll ein bisschen breiter werden, dann muss es aber an der anderen Stelle wieder kürzer werden, damit die Fläche erhalten bleibt. Dafür gibt es ein Tool, das ist hier unter, wenn ich auf die Kante klicke, in der Padpalette, Kantenversetzt, konstante Fläche, und dort kann ich jetzt meine Raumfläche sozusagen ändern, also die Geometrie ändern, das Seitenverhältnis ändern, die Fläche bleibt trotzdem die gleiche. Das ist jetzt hier ein Darstellungsfehler, Transparentpause. Also so geht es. Das zweite war, ich wollte nochmal zeigen, wie im Schnitt auch etwas geändert werden kann, nämlich die Raumhöhe. Klick mal hier drauf und sag, lass mir den Schnitt anzeigen. Dort sehe ich, dass der Raum hier so eine bestimmte Höhe hat. Das kann ich auch unter STRG-T natürlich nachschauen. Das kann man auch natürlich dann auch dort einstellen, ist ja klar. Aber man kann es eben auch sozusagen zeichnerisch ändern, indem ich jetzt auf einen dieser Punkte klicke. Dann gibt es das Tool Höhe strecken und dann kann ich den Raum in seiner Höhe anpassen. Zum Beispiel könnte es einem passieren, dass man die Räume alle richtig konstruiert, dass sie unter der Decke enden, was ja richtig ist. Aber zum Beispiel in Treppenräumen gilt das Ganze nicht. Dort geht es in der Regel von Basisebene Geschoss zu Basisebene Geschoss. Gut, ich lasse das jetzt mal. Ich wollte das nur noch mal kurz zeigen. Jetzt wenden wir uns mal dem Thema schräge Oberseite eines Raumes zu. Und zwar nehme ich dazu mal das Dachwerkzeug. Ich zeichne jetzt mal hier ein Pultdach rüber, was in der Richtung steigt, hier seine Traufe hat. Dazu nehme ich das Dachwerkzeug, zuerst den Schnitt abklicken, dann klicke ich auf das Dachwerkzeug, wähle die Einzeldachmethode, nicht die Multidachmethode. Mit der machen wir zum Beispiel ein Satteldach. Mit der Einfachdachmethode können wir ein Pultdach machen. Ich will jetzt gar nicht vorher lang überlegen, welche Neigung und Höhe das hat. Das mache ich hinterher im Schnitt. Ich will nur noch die Struktur auf Einfach stellen und dann den Baustoff auf Modellierung, Bauteil allgemein. So, dann darf ich die Dachaufsetzlinie zeichnen. Wie gesagt, siehe das Video zum Dachwerkzeug in der Lehreinheit 8, Steigrichtung, Dachfläche. Jetzt kann ich mir das im Schnitt anschauen und sehe, dass die Dachfläche durch diesen Raum durchgeht. Das, was ich euch jetzt zeige, funktioniert nur, wenn der Raum vor der Bearbeitung höher ist als diese Dachfläche. Also zumindest höher als die Unterkante der Dachfläche. Das heißt, wenn man das machen möchte, was ich euch jetzt zeige, muss man den Raum einfach deutlich höher machen, als er eigentlich ist. Am interessantesten ist ja diese Änderung jetzt für das Raumvolumen, und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie man sich das Raumvolumen anzeigen lassen kann. Ich wechsle mal in den Grundriss. Dort sehe ich, das steht jetzt im Moment ja nur die Fläche, so wie wir es in dem vorherigen Video eingestellt haben. Ich kann jetzt den Raumstempel aber auch so konfigurieren, STRG-T, dass er mir das Volumen anzeigt. Ob das eine wichtige Information ist, ist eine andere Frage zum aktuellen Planungszeitpunkt. Aber ich will auf jeden Fall zeigen, wie das geht. Zu einem späteren Planungszeitpunkt ist es sicherlich mal irgendwann von Bedeutung, welches Raumvolumen wir da haben. Ich gehe mal wieder zu den Einstellungen. Dort hatten wir ja auf der Ebene Inhalt 1 zu 100 die Eigenschaften, die wir hier im Raumstempel angezeigt bekommen. Ich kann jetzt mal auf Plus klicken und dann darf ich hier erstmal auswählen, was ich da eigentlich gerne hätte. Und da sehen wir hier Umfang, Höhe, Volumen. Wenn man das angegeben hat, dann muss man noch auf diesen Pfeil hier klicken und dann kann man dort auswählen, was man denn gerne davon angezeigt haben wollte. Raumhöhe, Raumvolumen, Raumumfang. Ich möchte jetzt mal nur das Raumvolumen angezeigt bekommen. Ich schaue mal testweise, was es bei Raumflächen gibt. Aha, berechnete Fläche, reduzierte Fläche, DIN-Abzugsflächen etc. Also hinter diesen kleinen Dreiecken verbirgt sich so allerhand. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Thema, dass wir das Volumen auch angezeigt bekommen. Jetzt sehen wir hier, das Raumvolumen ist im Moment 203,611 Kubikmeter. Der Raum ist ja auch viel zu groß, also ist diese Zahl jetzt an sich nicht wichtig, aber wir wollen sie uns mal merken, weil wir gleich gucken wollen, ob die Funktion oder dieses Abschneiden auch wirklich dazu führt, dass das Volumen anders berechnet wird. So, wir hatten beim Morph-Werkzeug gesehen, dass wir dort Bool-Funktionen haben. Wir haben in Archicad noch mehrere Stellen, wo wir Bool-Operationen ausführen können. Einige geschehen automatisch beim Verbinden von Wänden zum Beispiel oder beim Verbinden von Wänden und Decken. Das kann man in der Lehreinheit 4 und 5 ganz gut studieren. Und wir haben noch mal so eine Abteilung, die nennt sich Solid Elements Befehle. Also für alles, was nicht Morphs ist und für alles, was nicht Wände und Wände, Wände und Decken und so weiter betrifft, sondern einfach für irgendwelche Objekte, die sich weder automatisch verschneiden wie Wände und Decken,
noch eben Morph sind, haben wir einen Befehl, der Planung Solid Elements Befehl heißt. Der Solid Element Befehl kommt extensiv auch beim Thema Treppen dran. Also wenn ihr die Videos zum Thema Treppen durcharbeitet, dann werdet ihr merken, dass wir dort ständig Gebrauch davon machen. Der ist auch vergleichsweise simpel strukturiert, auch wenn er jetzt erstmal so ein größeres Fensterchen da zeigt, ist es im Grunde genommen alles relativ einfach. Man kann das Ding da unten zum Beispiel einklappen, dann sieht es schon deutlich weniger furchteinflößend aus. Was man jetzt machen muss, man muss ein Ziel definieren und einen Operator. Und das Ziel ist ja der Raum, der soll ja kleiner werden. Der Operator, das Schneidelement sozusagen, ist das Dach. Also ich klicke jetzt den Raum an, dann klicke ich auf den Button als Ziel hinzufügen. Jetzt steht da Ziele 1. Jetzt muss ich das Ganze deselektieren, klicke auf das Dach und sage als Operator hinzufügen. Jetzt ist dort auch Operator 1. Ich kann jetzt hier auf diese Buttons klicken und gucken, ob ich das Richtige ausgewählt habe. Raum oder Dach, ja, so alles Paletti. Und jetzt muss ich noch einen Befehl wählen. Also was will ich denn eigentlich mit dem Button ausführen erreichen? Und dann kann man jetzt sagen Abzug, Schnittmenge und Verein. Das ist also wie bei den Boolschen Operationen beim Morphen genau die gleiche Logik. Ich möchte einen Abzug haben, aber bitte mit Verlängerung nach oben. Was nämlich beim Abzug passieren würde, wäre, dass nur das Volumen des Daches ausgeschnitten wird aus diesem Raum. Dann habe ich aber da oben natürlich noch ein Stück Raum, was ich nicht brauche. Also muss ich diesen Befehl wählen, Abzug mit Verlängerung nach oben. Und dann klicke ich auf Ausführen. So, und dann ist das Ganze schon passiert. Der Raum ist jetzt noch da in seiner Ursprungsgröße. Das ist bei Solid Element Befehlen jetzt wichtig. Also erstens wird das nicht gelöscht, der Operator, so wie bei den Bool-Operationen beim Morphen. Zweitens sind diese beiden Elemente jetzt in einer Beziehung zueinander. Man sieht hier auch so ein kleines Quadrat. Wenn man da draufklickt, sieht man Solid Element Befehle, Operator auf Raum abziehen. Also das ist bei dem ausgewählten Dach. Wenn ich auf den Raum klicke, das Gleiche. Ich kann da draufklicken und sehe Ziel von Dach abziehen nach oben. Das ist ein bisschen germanistisch betrachtet, leicht holprig ausgedrückt, aber ist egal. Also man kann sozusagen jetzt sehen, dass diese Elemente in einer Solid-Element-Beziehung zueinander stehen. Wenn ich jetzt das Dach löschen würde, dann wäre das Ganze wieder rückgängig gemacht. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich wollte nur zeigen, dass man jetzt nicht einfach Sachen löschen darf in so einer Solid-Element-Geschichte. Man kann sie natürlich über Ebenen ausblenden, wenn man sie dann doch nicht sehen möchte. Also das geht. Ja, ich kann jetzt mal nachschauen im EG. Wir sehen jetzt hier immer noch das Volumen von eben. Denkt an das erste Video zu dem Thema Raum. Man muss Räume aktualisieren, wenn sich die geometrischen Bezüge, die diese Räume bestimmen, sowohl in ihrer Fläche als auch in ihrem Volumen, geändert haben. Dazu gibt es einen Befehl, der heißt Planung Räume aktualisieren. Und dort kann ich jetzt einfach ausgewählte Raumflächen aktualisieren klicken, weil ich habe ja hier einen ausgewählt. Ansonsten wäre das alle Raumflächen aktualisieren. Und jetzt sehen wir, dass dort ein ganz anderes Volumen steht. Also so viel nochmal zum Spezialthema Räume unter geneigten Dachflächen, damit wir dort auch wirklich eine korrekte Volumenanzeige bekommen, wenn wir sie denn brauchen.